Hallo und herzlich willkommen hier auf jurelda.de. Das ist ein Lösungsvideo zu den Aufgaben zum Erweitern von Brüchen. Wir sollten also diese 6 Brüche hier erweitern. 3/5 sollte erweitert werden, sodass im Nenner die Zehntel steht, also die 10. Wir gucken uns das an. 5 und 10, also muss ich rechnen, 10 geteilt durch 5. Es gibt 2, ich muss also wieder 2 erweitern. 3 mal 2, 6. Also 3 mal 2. Also 6/10. 4/3 soll erweitert werden auf 12. Also muss ich rechnen, 12 geteilt durch 3 ist 4. Ich erweitere also mit 4. Somit steht hier 4 mal 4, also 16/12. 4/5 erweitert auf 50. 50 geteilt durch 5. Sind einfach 10. 50 geteilt durch 5 ist 10. Das heißt, ich habe hier oben stehen 4 mal 10. Also 40 50. Alles immer Schema F. Ihr müsst es immer genau gleich machen. Also wieder rechnen. 20 geteilt durch 4 gibt 5. Naja, 5 mal 1 gibt direkt 5. 56 geteilt durch 7 ist 8, also habe ich hier 6 mal 8 stehen, 48, 56 stehen. 81 durch 9 gibt 9, 9 ins Quadrat ist 81. Somit wissen wir, wir müssen mit 9 erweitern, 7 mal 9, 63, 81 Stück. Ihr seht also, das Erweitern ist gar nicht so schwer. Ich hoffe, es hat euch keine Mühe gemacht.